Wie kann man die Angst auflösen, wenn man sich in schlechter gesundheitlicher Verfassung befindet? Guten Morgen! Die Angst kommt häufig, wenn wir uns nicht gut fühlen oder wenn wir verletzt sind, wenn wir krank sind. Und dann kreiert unser Geist Schreckensszenarios. Wir werden nie wieder laufen können. Wir werden kein normales Leben mehr führen. Wir werden bald sterben. Oftmals stehen diese Verletzungen oder die Krankheit in keinem Verhältnis zu dem Szenario, was wir uns in der Angst kreiert haben. Wir schaffen uns ganz, ganz häufig das sogenannte Worst-Case-Szenario, also die schlechtestmögliche Option. Und unser Geist holt dieses Szenario immer wieder hoch und kultiviert dieses. Die Angst entsteht und die Angst wird immer weiter kultiviert. Wir sind zum Beispiel körperlich gehandicapt, aber unser Geist wird dann plötzlich auch krank und wir werden depressiv oder lassen unseren Unmut an anderen Menschen aus. Wir sind gefangen in unserer Angst. Aber es gibt zwei Methoden, die ich euch heute vorstellen will, wie ihr mit dieser Angst in dieser Situation umgehen könnt. Die erste ist das sich bewusst machen, dass eine Krankheit, egal ob das ein gebrochener Fuß, Krebs oder ein Bandscheibenvorfall ist, immer die Konsequenz von vorangegangenen Zuständen ist. Egal auf welcher Ebene ihr euch am wohlsten fühlt, auf naturwissenschaftlicher, dann habt ihr biochemische Reaktionen auf Reizeinwirkungen oder auf spiritueller, dort habt ihr den Fluss der Energien oder wenn ihr daran glaubt, das Karma, was euch das Leid oder die Krankheit zugefügt hat. Krankheit ist also neutral ausgedrückt ein Ergebnis von vorgelagerten Dingen, die einmal passiert sind. Entweder in diesem Leben wissenschaftlich oder im vorherigen, wenn man an Karma glaubt. Und sie sind passiert, weil irgendetwas im Universum nicht stimmt. Irgendwas funktioniert nicht so, wie es sein sollte. Zumindest, wenn man die Gesundheit als das Positive erachtet. Es gibt natürlich die Theorie, dass man sagt, alles ist gut so, wie es ist. Das ist in der Tat so, aber hier auf YouTube begebe ich mich immer auf eine etwas einfache, verständlichere Ebene und die meisten wollen gesund bleiben und daher. Aber nur mal das so als kleinen Einspieler. Und ja, und diese Gründe, die können daran liegen, dass wir einfach zu unvorsichtig beim Straßenüberqueren gewesen sind, bevor uns dann ein Auto umgefahren hat. Vielleicht ist unsere Ernährung nicht passend genug für unseren Körper. Oder vielleicht leben wir im falschen sozialen Umfeld. Irgendetwas stimmt nicht. Und die Krankheit gibt uns die Chance, darüber nachzudenken, was dies ist. Und wenn wir nachdenken über Ursache und Wirkung und wirklich interessiert am Forschen und am Analysieren sind, dann hat Angst keinen Raum. Wir alle wissen mittlerweile dank der Physik, dass alles Energie und alles in ständiger Wechselwirkung ist. Das Leben ist ein einziger Fluss von Erlebnissen und von Erfahrungen. Buddhisten sagen dazu Samsara. Wie können wir da erwarten, wenn wir auf diesem Weg sind, mit vielen Erfahrungen und Erlebnissen, dass immer alles so bleibt, wie es ist, innerhalb dieses Energiefelds? Nein, Leid gehört dazu, auch wie Freude. Negativ wahrgenommene Dinge wie positive Gefühle. Und was wir da tun können, um in den Fluss des Lebens mitzuschwingen, ist diese Dinge zu justieren. Einfach mal Dinge anders auszuprobieren, anders zu machen als vorher. Siehe dazu auch mein Video, was ich dazu mal gemacht habe, oben in den Infokarten. Wie wir gelebt haben in diesem Leben oder im vorigen, wenn man spirituell geht, aber ich sag mal, Wissenschaftler, wie wir gelebt haben in diesem Leben, das hat zu der Krankheit geführt. Egal ob es letztlich ein Unfall ist oder eine als genetisch bezeichnete Krankheit. Wo wir laufen und wo wir wandeln, wo wir uns bewegen, das ist unsere eigene Entscheidung. Es gibt Menschen, ihr kennt es eventuell aus eurem eigenen Umfeld, die ziehen Unfälle an wie so ein Magnet, weil sie sich selber auch irgendwo damit identifizieren. Ach, ich bin so tollpatschig. Oder weil man falsche Entscheidungen entgegen der eigenen Intuition getroffen hat. Auch die genetische Prädisposition kann Krankheiten fördern, aber sehr viele Krankheiten müssen nie ausbrechen, wenn man sich im Gleichklang mit dem Universum befindet. Oftmals wird das als Natürlichkeit bezeichnet, aber dieser Begriff wird sehr, sehr häufig pervertiert und da wird ein Dogma draus gemacht. Was vor 500 Jahren natürlich war, entspricht heute oftmals nicht mehr unserer Natur, weil sich die Umweltbedingungen rasant geändert haben. Die Natur ändert sich und damit auch die Natürlichkeit. Wenn wir also unsere Bewusstheit darauf fokussieren, einerseits darüber nachzudenken und das andererseits als Chance zu sehen, dann hat man kein Problem mehr mit der Angst. Denn der Geist übernimmt
Verantwortung. Und wer Verantwortung übernommen hat, der hat keine Angst. In Dokumentationen sieht man zum Tode Verurteilte ganz, ganz häufig. In Amerika habe ich da eine gesehen, zwei habe ich gesehen, zwei Dokumentationen. Und da sieht man ganz häufig Beispiele, wo mit zum Tode Verurteilten geredet wird, die scheinbar emotionslos sich ihrem Schicksal ergeben, die einfach nur noch warten auf den Tag, wo sie sterben, wo sie getötet werden. Viele Menschen verstehen das nicht, warum die so emotionslos sind, warum die keine Angst haben. Manche haben Angst, aber manche sind halt, tragen diese Angst, haben sie diese Angst auch akzeptiert, also leben diese Angst nicht. Und die da zuschauen, denken oft, Mensch, die müssen unter Drogen stehen. Nein, nein, sie haben Verantwortung für ihr Handeln übernommen, wenn sie an diesem Punkt sind. Und die Konsequenzen akzeptiert. Diese Menschen können nichts mehr tun, als das, dass sie Verantwortung übernehmen. Und ja, und das ist im Endeffekt genau dasselbe, was die Menschen tun sollten, die eben krank sind. Verantwortung für ihre Krankheit übernehmen. Verantwortung, indem man darüber reflektiert, wie man gelebt hat und das versucht zu analysieren. Und dann habt ihr mit der Angst kein so großes Problem mehr. Ihr könnt mit der Verantwortung für euer Leben quasi wieder zurück in das Leben und lebt halt eben nicht mehr in der Angst. Ja, das ist sozusagen die eine Option. Der zweite große Punkt, wie man in einer Krankheit mit der Angst umgehen kann, ist das Mitgefühl für Menschen, die sich in derselben oder in noch schlimmeren Lagen innerhalb dieser Krankheit befinden, zu entwickeln. Mit diesen Menschen gemeinsam zu sein und ihnen zum Beispiel mit Hilfe von Meditation zu helfen. Und hier gilt dann wieder dasselbe wie bei ersteren. Wenn wir darauf fokussiert sind, anderen Menschen Mitgefühl zu spenden, wenn wir darauf fokussiert sind, anderen Menschen zu helfen, dann kann der Geist nicht auf dieses Worst-Case-Szenario unserer eigenen Person fokussieren und eine Angst kreieren bzw. diese kultivieren. Beide Methoden ziehen quasi den Geist aus diesem Angstkreislauf raus und also diesen Kreislauf sich immer düstere Szenarios auszudenken und diese dann auch emotional ja, zu durchleben und damit entsprechende neuronale Netze zu generieren. Video zu den neuronalen Netzen findet ihr oben in den Infokarten. Hoffe ich allerdings, dass das jeder von euch schon gesehen hat oder weiß, was neuronale Netze sind. Das ist ein ganz elementarer Bestandteil jeder verhaltenstherapeutischen Sitzung und jeder Umgestaltung seiner eigenen Persönlichkeit. Dass ihr das Wissen habt über neuronale Netze. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Video. Aber die meisten von euch, die diesen Kanal schauen, werden das schon wissen. Also nutzt diese beiden Anregungen, wenn ihr Ängste bezüglich eures gesundheitlichen Zustands habt und, ja, und einfach eine Möglichkeit sucht, wie ihr mit diesen Ängsten umgehen könnt oder diese einfach auflöst. Denn nicht nur der kaputte Körper kann den Geist schädigen, sondern ein gesunder Geist kann auch den Körper wieder helfen, sein Bestes, also das Optimum wieder rauszuholen. Ich sage nicht, man kann mit dem Geist wieder alles heilen und sowas, ne? Das ist dann die Extremform, das überlasse ich anderen Menschen, da urteile ich nicht drüber. Aber man kann mit einem gesunden Geist das Optimum der Möglichkeiten, die im Quantenfeld sozusagen vorhanden sind, kann man das Optimum rausholen. Und das solltet ihr tun. Alles Liebe und einen wunderschönen Tag, Euer Christian. Tschüss.